Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video bei mir. Ich habe ja auf Instagram abgestimmt, was ihr eher sehen wollt, und ihr habt euch für dieses Format entschieden, und zwar: Wie erziehe ich meine Tochter? Das ist ja eine eigentlich ganz spannende Frage. Ich meine, ich finde es selber spannend, wie andere Familien ihre Kinder erziehen, auf was sie Wert legen. Und da wollte ich euch einfach mal mitnehmen, auf was ich so Wert lege in der Erziehung, was ich gerne umsetzen möchte. Also theoretisch, weil noch bin ich ja auch nicht wirklich in diesem Erziehungsthema angelangt, denn noch ist meine kleine Maus ja noch sehr jung und da fruchten Erziehungsmethoden noch nicht, da kann ich noch nicht sagen, nein, lass das, sondern das versteht sie natürlich nicht. Deswegen wollte ich euch jetzt mal so mitnehmen, wie ich mir das so vorgestellt habe, was ich ihr vermitteln will, und ja, dann will ich auch gar nicht mehr viel drum rumlabern, sondern wir starten einfach mal direkt mit dem Video. Und zwar, ich fange jetzt einfach an, so vom Baby, Kleinkind, Teenager, also ich taste mich einfach mal in der Erziehungsleiter nach oben und fange jetzt einfach mal direkt an. Vorab, was Religion angeht, das ist ja so eine ziemlich wichtige Sache. Ich meine, die Grace ist jetzt gerade 15 Wochen alt, jetzt am Freitag wird sie, und da ist ja auch immer so die Frage, lässt du dein Kind taufen und was für ein Glauben fabriziere ich. Also ich bin nicht getauft, ich selber, und lasse deshalb meine Tochter auch nicht taufen. Ich habe jetzt keinen spezifischen Glauben an irgendetwas, allerdings bin ich trotzdem tolerant und weltoffen, aber ich habe jetzt selber keinen bestimmten Glauben, sondern ich glaube zwar vielleicht an ein paar Dinge, aber jetzt nicht, dass du das in irgendeine Unterkategorie einfügen könntest. Und deshalb will ich meine Tochter auch nicht taufen lassen. Ich bin der Meinung, wenn sie alt genug ist, soll sie selber entscheiden, was sie glauben möchte, welchem Glauben sie eventuell sogar beitreten möchte, und möchte ihr meinen Glauben nicht aufzwingen. Genau, da ist nämlich schon das erste Thema abgehakt, weil ich finde, Religion und Glauben ist halt auch ein großer Aspekt, was halt auch viel in die Erziehung mit einbringt. Ja, also wie ihr gehört habt, meine Kleine ist mittlerweile fast 15 Wochen alt, und sie ist ja halt mittlerweile so mehr am Leben interessiert. Allerdings ist sie ja noch so jung für, sage ich mal, Erziehung wie, nein, lass das, nimm das nicht im Mund oder was weiß ich. Aber in dem Alter finde ich schon ziemlich wichtig, dass man so ab dem dritten Monat anfangen kann, mit Rituale einzuführen. Weil in den ersten zwei Monaten muss man selber sich erstmal an sein Kind rantasten. Wie ist das denn so? Wann schreit mein Kind? Was möchte es dann? Und da ist auch noch alles sehr neu und schön. Und also ich meine, schön ist es immer noch, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich finde, ab dem dritten Monat ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, Rituale einzuführen. Das ist ja auch so ein Ding, Erziehung, wann ist Schlafenszeit, wann ist Mittagsschlaf, und das hat bei uns ganz gut funktioniert. Also sie macht jetzt gerade auch Mittagsschlaf. Ich lege sie immer so zwischen 12 und 1 Uhr hin, und dann schläft sie meistens so 2-3 Stunden, manchmal auch 4. Es kommt echt drauf an, wann sie auch ihre Flasche davor bekommen hat. Abends wird sie so um 8 Uhr müde, da tue ich sie meistens nochmal in die Schaukel, und dann schaukelt sie da so hin und her, und um kurz vor 9 hole ich sie aus der Schaukel raus, wickel sie, gebe ihr ein Abendfläschchen, und dann pucke ich sie, und dann ist auch schon Schlafenszeit. Und sie schläft dann auch, sie weiß auch, okay, 9 Uhr, Schlafenszeit, Mama, ich bin müde. Und sie schläft dann auch. Und ohne Hilfe. Ich pucke sie dann einfach nur ein, lasse sie auf der Couch liegen. Also ich bin natürlich dabei, weil sie ja sich immer noch verschlucken und spucken kann, weil sie halt auch so ein Spuckkind ist nach der Flasche. Aber eigentlich ist da nichts. Und dann schläft sie auch schon. Und dann, wenn ich schlafen gehe, oder manchmal tue ich sie auch schon früher hier ins Beistellbettchen, das seht ihr da gerade, und dann nehme ich sie mit rüber und lege sie ins Bettchen, und dann schläft sie auch. Ja, sowas finde ich nämlich ganz wichtig, oder dass man aber einfach ab einer gewissen Uhrzeit daheim ist. Man sagt, 6, 7 Uhr ist man daheim, dann fängt nämlich die Abendszeit an, dass das Kind auch nochmal runterkommen kann, damit das Kind immer so denselben Rhythmus hat, weil das brauchen Kinder gerade am Anfang, bin ich der Meinung. Ja, Erziehung, wie geht's weiter? Also, irgendwann kommen ja auch, wenn die Kinder größer und sie krabbeln. Natürlich sagt man dann irgendwann auch so, nein, lass die Finger davon weg. Das verstehen die Kinder natürlich am Anfang noch nicht so ganz, aber das muss man halt öfter wiederholen und denen zeigen, nein, das darfst du nicht. Dann kommt ja auch irgendwann die Phase, wo sie zum Beispiel Sachen in die Hand nehmen und sie wegwerfen. Dann gucken sie, ja Mama, holst du mir das wieder? Und da darf man dann auch nicht hinterher rennen, bin ich der Meinung, und das ständig wieder aufsammeln und dem Kind wieder geben. Sachen werden einfach nicht rumgeschmissen, fertig. Da sage ich, nein, das macht man nicht, und fertig. Und wenn sie das nach 2-3 Mal nicht lässt, dann gibt es das Spielzeug halt erstmal nicht mehr, ne, bis man es lässt.
Ja, ich bin aber auf jeden Fall, das will ich gleich vorab sagen, ich werde mein Kind niemals schlagen, auf den Popo hauen oder fest am Arm greifen. Also da bin ich komplett dagegen. Ich finde, ein Kind wird erzogen durch mündliches Abmahnen. Klar, ich werde mein Kind auch nicht anschreien oder beleidigen, aber verbale Äußerungen finde ich viel wichtiger oder dem Kind das zu erklären, warum es so ist, als da handgreiflich zu werden. Klar, ich kann es verstehen, jeder rastet irgendwann auch mal aus und ist dann vielleicht sauer oder aggressiv, aber dann gehe ich lieber in den Raum nebenan, box gegen die Wand oder schrei einfach mal laut los, irgendwo, wenn ich alleine bin, um meine Wut wieder runterzukriegen, aber würde es niemals an mein Kind auslassen. Ja, das will ich vorab schon mal direkt sagen. Ja, umso älter sie wird, was will ich ihr denn vermitteln? Also, mir ist es ganz wichtig, dass sie auf jeden Fall offen auch für die Leute ist. Also sie soll freundlich sein, hilfsbereit, finde ich ganz wichtig. Sie soll genauso gut, wenn sie alt genug ist, lernen, mit im Haushalt mitzuhelfen. Gerade weil ich auch alleinerziehend bin, umso älter sie wird, dann kann sie gerne den Tisch decken oder mit Hilfen Zimmer aufräumen und sowas. Auch beim Einkaufen helfen, da sage ich, hol mal die Gurke, hol mal die Tomaten und dann renn los und hol die. Ich finde, beim Einkaufen ist es auch immer ganz gut, die Kinder mit einzubeziehen und zu beschäftigen. Dann quengeln sie auch nicht rum, diese typischen Kinder, die an der Kasse stehen, Mama, darf ich das noch haben? Und dann nein, und dann fängt so an zu schreien. Das finde ich ganz schlimm. Also ich habe das als Kind nie gemacht, meine Schwester auch nicht und wir wurden genauso erzogen, wie ich das jetzt eigentlich auch machen möchte bei meiner Kleinen und das finde ich halt, ja. Klar, es ist auch immer mal ein Bad Day, dass die Kinder einfach mal völlig aus der Kontrolle sind, gerade in ihrer Trotzphase und was weiß ich alles, aber so, man sollte da halt schon durchgreifen können irgendwo. Ich möchte auf der einen Seite für meine Tochter nicht die beste Freundin sein, denn ich bin ihre Mutter und ich bin ihre Respektperson. Allerdings will ich auch auf der einen Seite eine Freundin sein irgendwo doch, weil ich finde, es ist, es soll schon so ein freundliches Basis, so eine freundliche Basis da sein, dass sie auch wirklich mit einem zu mir kommen kann, mit mir über alles reden kann, sie meine Schuhe anziehen kann, wenn sie meine Schuhgröße hat oder wir uns dieselbe Schminke teilt oder Kleiderschrank. Da bin ich dann schon irgendwie so ein bisschen jung und girly, gerade weil ich ja jetzt auch nicht, ich mache jetzt auch gerade wieder mein Mama-Workout und sowas und ich hoffentlich meine Figur beibehalte beziehungsweise ein bisschen schlanker werde und so wie die Kleine jetzt auch gebaut ist und alles, denke ich mal auch. Also ich achte auch ziemlich auf Ernährung bei ihr. Klar, es gibt auch Süßigkeiten und so oder auch mal Pommes, dafür bin ich jetzt nicht, aber ich möchte nicht, dass mein Kind übergewichtig wird. Darauf achte ich schon und dass wir dann halt so, keine Ahnung, Mama-Tochter-Outfits haben. Mal gucken, ob sie das überhaupt will. Aber ja, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ja, genauso wichtig finde ich es, dass sie Selbstbewusstsein hat. Darauf achte ich ziemlich doll bei der Erziehung, weil ich der Meinung bin, sie sollte immer unabhängig sein von irgendwelchen Leuten, gerade auch von Männern. Sie sollte alles selber erreichen können, sich nicht unterkriegen lassen, auch wenn sie dann in die Schule kommt und dann, oder Grundschule oder Kindergarten, fängt es ja auch oft an, das mit dem Mobbing. Und dass sie sich da wehren kann, sie aber auch nicht diejenige ist, die mobbt, sondern entweder ist sie der Fisch, der sich da an allem vorbeischlingelt, oder sie, wenn halt mal was ist, dass sie Partei ergreift, auch für Leute, die vielleicht jetzt in der Klasse nicht so gern gesehen sind und dass sie einfach sieht, dass sie selber sie nicht mobben sollte. Sie muss jetzt nicht mit ihnen beste Freunde sein oder so, aber sie sollte sie auch nicht fertig machen mit den anderen Leuten. Das finde ich ganz wichtig. Genauso weltoffen, ich will viel mit ihr reisen, sie soll Toleranz zeigen, also ich möchte ihr viele Religionen, viele Kulturen zeigen, dass sie sieht, dass es nicht nur eine Seite gibt, sondern noch immer mehrere und auch verschiedene Länder und dass jedes Land ihre Vor- und Nachteile hat und aber schöne Seiten und alles, das will ich ihr auf jeden Fall vermitteln. In der Erziehung ist mir halt auch ganz wichtig, dass sie mir auf jeden Fall nicht auf der Nase rumtanzt. Ich bin, also für die Leute, die mich meine YouTube-Videos gucken und die mich persönlich kennen, die wissen, ich war schon immer so eine Person, die war ein bisschen anders als die anderen, ja. Ich war ziemlich lustig, offen, locker und habe auch viel Scheiße gelabert, ja. Aber das hat mich halt einfach ausgemacht. Ich wurde deswegen oft gemobbt in der Schule, deswegen, das muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem habe ich mich nicht unterkriegen lassen. Ich habe trotzdem mein Ding durchgezogen. Egal, was die Leute über mich denken oder reden oder sich
keine Ahnung, für Gedanken über mich gemacht haben, was ich denn alles getan habe, bin ich trotzdem ziemlich locker damit umgegangen. Hab mir gedacht, ja, lass die Leute reden. Und genau so eine Einstellung möchte ich, dass meine Tochter die auch hat. Sie soll das machen, was sie für richtig hält, was sie gut tut. Und es ist scheißegal, was andere Leute über sie denken. Denn sie muss für sich sagen, dass sie mit der Situation glücklich ist. Und nicht andere Leute. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Das hat mir mal damals in der 5. Klasse, hat mir das eine sehr wichtige Person damals erzählt für mich. Ich bin mit ihr, wir haben im Streit auseinandergegangen und diese Person hat zu mir gesagt, Vanessa, hör doch auf, das zu tun, was die anderen von dir wollen, sondern fang doch mal an, das zu tun, was du für dich willst. Und da wurde mir so einiges klar und das ist mein Lebensmotto irgendwie geworden und ich danke dieser Person so unfassbar für diese Worte und er hatte einfach recht gehabt und das setze ich auch mittlerweile einfach um, weil ich mir gedacht habe, warum soll ich denn für andere die sein, die ihr wollt, sondern ich bin doch die, die ich bin und das finde ich ganz wichtig und genau das ist auch mein Motto für die Kleine, dass sie immer das tut, was sie gerne möchte und nicht, was andere möchten. Ja. Genauso, was kann ich euch noch sagen? Was möchte ich ihr denn noch beibringen? Also natürlich diese Grundvoraussetzungen, freundlich, hilfsbereit, Anstand, ja, Manieren, wenn sie irgendwo ist, Hallo, Tschüss sagen, ja, aber trotzdem auch Vorsicht gegenüber Fremden, dass sie gegenüber Fremden niemals ins Auto steigt oder ich zeig dir mal einen richtigen Hasen, halt, ihr wisst schon, diese Grundvoraussetzungen, ich finde, das ist einfach die Grundvoraussetzung für eine Erziehung, ja. Dass die Hausaufgaben immer gemacht sind, dass keine Fehlzeiten da sind, dass sie immer pünktlich in der Schule ist, dass sie halt auch pünktlich nach Hause kommt, dass es dann auch Mittagessen gibt. Klar, ich bin dann auch arbeiten, wer weiß, wie das dann so ist, aber meine Mutter ist ja noch da und dass sie halt einfach lernt, diesen geregelten, schönen Kindheitsalltag auch zu haben. Dass sie, ich will sie niemals, also ich bin sogar so einer Meinung, was Erziehung wegen Schule angeht. Es gibt ja diese, ich nenne sie jetzt mal Helikoptermütter, die meinen, ihr Kind macht das nicht. Ihr Kind ist das Allerbeste. Ihr Kind geht morgen zu Ballett, morgen zu Reiten, übermorgen zu Yoga und es geht aufs Gymnasium. Ich bin der Meinung, ich schicke mein Kind lieber auf die Realschule und sie hat mittags Freizeit, kann sich mit ihren Freunden treffen, Spaß haben, anstatt dass sie bis 5 Uhr in der Schule hockt und dann noch Hausaufgaben machen muss. Dann soll sie lieber danach, wenn sie möchte, Fachabi machen oder Abitur, aber hat von ihrer Kindheit was. So bin ich der Meinung. Also ja, viele Leute, da spaltet sich halt auch die Meinung, aber ich finde das halt einfach viel besser, gerade auch für die Entwicklung. Und ich finde auch Kindergarten ganz wichtig. Also meine geht ja mit 2 Jahren in die Krippe, weil ich ja dann schon wieder arbeiten muss. Da muss ich mein Baby entlassen. Ja. Aber das muss halt sein, ne? Muss halt echt sein. Aber das schafft sie auch, also das ist ja jetzt auch nicht schlimm und so. Ich finde es halt auch ganz wichtig oder auch wegen Erziehung. Ich will ihr auch beibringen, dass Klamotten nicht der Status sind. Also viele Kinder werden ja gemobbt, weil sie nicht die Klamotten von H&M oder von, was weiß ich, Jack & Jones tragen, sondern von Kick. Wo ich der Meinung bin, sag mal, habt ihr es noch alle nicht? Ihr Kinder verdient das Geld und könnt euch die Klamotten kaufen, sondern wir Eltern arbeiten für das Geld und können uns vielleicht auch nur gewisse Klamotten leisten, dann sei es halt von Kick, ist doch egal, Hauptsache mein Kind hat was zum Anziehen und es gefällt ihr, also das ist halt echt, ich glaube, für mich wird es extrem schwierig, wenn die Kleine in die Schule kommt, damit umzugehen, wie es, also ich meine, ich esse lieber 2 Wochen lang nichts, Hauptsache sie hat ihre Sachen, aber klar, ich kann ihr jetzt auch keine Dolce & Gabbana Schuhe holen, ja, das will ich ja auch gar nicht. Aber ich glaube, das wird für mich ganz schön schwierig, da dann so nicht auch einzugreifen, weil ich will ja auch nicht, dass mein Kind in der Schule dann als Petze dasteht und sowas. Ja, das ist schon, oder Müttersöhnchen und sowas. Ja, genauso, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist das Thema Geschenke. Und zwar, ich bin der Meinung, meine Tochter bekommt eigentlich fast nichts geschenkt, bis auf Geburtstag, Weihnachten, das ist auch mal Nikolaus eine Kleinigkeit oder Ostern, aber so zwischendrin gibt es nichts Großes, weil ich bin der Meinung, ein Kind sollte sich noch darauf freuen, dass Weihnachten ist und nicht, Mama, ich hätte gern das iPhone und hier hast du dein iPhone, Schatz. Und es ist einfach, keine Ahnung, Freitag der 25. und unter der Woche und nach der Schule. Komm, wir gehen ein iPhone kaufen. Nein, da bin ich der Meinung,
Kinder sollten Geschenke bekommen, vielleicht auch von Verwandten, klar, oder von Freunden. Ist immer mal sein, wenn man Besuch kommt, dass vielleicht mal ein Geschenk dabei ist, aber so das Große und alles sollte immer für Geburtstag, Weihnachten und so sein, weil darauf sollen die Kinder sich noch freuen und es als was Besonderes sehen. Und selbst da sollen nicht anmassig Geschenke liegen, weil irgendwann kann man das ja einfach nicht mehr toppen. Und das finde ich nämlich auch nicht gut. Genauso was das Thema Handy angeht. Ich bin der Meinung, wenn meine Tochter in die Schule kommt, in die Grundschule, kriegt sie ein Prepaid-Handy. Natürlich ist da wahrscheinlich auch schon Touch dabei, aber weil heutzutage gibt es ja keine Nokia-Handys mehr, ja. Aber nur, dass wenn was ist, dass sie mich erreichen kann. Allerdings bekommt sie von mir auch nicht das neueste iPhone. Also, nee. Klar, ich muss auch irgendwo mit den Medien mitgehen. Ich will ja nicht, dass mein Kind auch benachteiligt ist unter den anderen Kindern, aber ich muss es jetzt auch nicht übertreiben. Ich glaube, ich bin jetzt am Ende vielleicht doch ein bisschen durcheinander gekommen von wegen Erziehungsleiter, aber ich denke, ihr habt im Großen und Ganzen verstanden, was ich meiner Tochter so vermitteln will und was ich ihr beibringen will und was ich als wichtig ersehe in einer Erziehung. Und ja, deswegen würde ich jetzt auch mal dieses Video beenden. Und falls ihr noch Fragen habt, keine Ahnung, zu bestimmten Erziehungen, wie ich denn in manchen Situationen reagieren würde, sei es beim ersten Freund oder wenn sie nach Hause kommen würde und würde sagen, Mama, ich bin schwanger. Also dann auf jeden Fall würde ich mich jetzt verabschieden, denn ich glaube, die kleine Maus ist jetzt wach geworden. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video und ich freue mich. Auf Wiedersehen!